kurze Frage, das ist ja FIFA, oder? Ja. Warum bringt ihr jedes Jahr dasselbe Spiel raus? Ah! Jetzt, wenn man steht, sonst tut's nur noch mehr weh. Bist du bereit? Nein, oh Mann, bitte. Mal an. Hey! Was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video, wir haben es endlich geschafft. Heute spielen wir das erste Mal, wenn ich du wäre, außerhalb von unserem scheiß PC. Wir sind der Gamescom und haben einiges vor. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wenn ich du wäre, siehst du da vorne diesen Stand? Da kann man sich ein Altersbändchen holen. Ja. Ich möchte, dass du jetzt da vorne dich hinstellst und wirklich fragst. Ich bin über 18, kriege ich dann mehrere 18er Bändchen? Wenn du willst, kannst du auch gerne machen. Ja, okay. Ich wollte kurz fragen, ich bin über 18, aber kriege ich dann mehrere 18er Bändchen? Ich bin über 18, kriege ich dann mehrere Bändchen? Lukas, bedankst du dich noch schnell? Ja, warte. Danke. Okay, dann würde ich sagen, heute schon Zeit für ein bisschen Bühnenaction, oder? Alter. Ich meine, jetzt, wo du das Vodafone ja eh dabei hast. Das Vodafone, oder? Wahrscheinlich habe ich das Vodafone dabei. Guck mal hier, du hast sogar schon Fans dabei. Was soll ich da machen? Rede, wenn du jetzt mit dem Foto hinter diesen Typen in dem weißen T-Shirt gehen und einfach die Leute mal animieren. Einfach mal sagen, wie geil der Tag heute ist, wie es denn so gefallen hat. Mach ein bisschen Bühnenshow. Ja. Gib einfach mal ein bisschen Gas. Habt ihr Bock auf mehr? Habt ihr einen geilen Tag oder was? Geil! Hey, könnt ihr mal alle richtig laut jubeln, bitte? Und mal einen großen Applaus für diesen jungen Mann hier, bitte, da lassen! Einen großen Applaus, bitte! Dankeschön, ich bin da durch. Das war schön unangenehm, Lukas, danke dafür. Ja. Wenn ich du wäre. Nein, ich klau dir nicht. Ich klau dir nicht. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich den Panzer in deinem Weg. Nein. Drei? Nein. Eins, los. Tut mir leid. Da habe ich gerade erst so Angst gehabt, dass der mit herläuft oder so. Ja, Scheiß. Der war auch ein bisschen aggressiv. Der war richtig sauer. Rede, wenn ich du über dir einfach mal random zu so zwei, drei Leuten gehen, einfach mal so machen. Oder einfach mal so ein bisschen im Gesicht. Ein bisschen betatschen einfach. Aber Rebi. Ah, du Mistgeburt, Alter. Junge. Als wär's nichts, ne? Lukas, wenn ich du wäre, würde ich hier mal kurz einsteigen. Nein. Motorengeräusche machen. Kann er nicht einsteigen, der ist safe abgeschossen. Versuch's einfach und wenn sie sagt, was willst du, sagst du, ich hab die Schlüssel verloren. Angezogen sind sie, sie sitzen in ihrem Land. War eine easy Aufgabe. Hä? Und absolut nicht schlimm. Das hat ja überhaupt nicht gejuckt. Das hat kein gejuckt. Nee, wir müssen jetzt mal irgendwie einen YouTube-Bonus hier einlösen. Ihr wisst ja, wir sind ja sehr große YouTuber. Ja. Und da muss man für nichts zahlen. Ja. Das hat damals Concrafter einmal gezeigt. Wie das ja. Und seitdem läuft der Hase. Wäre schön, wenn du einfach mal ein Game umsonst kriegst, oder? Oder ja. Oder einfach mal ein paar Games. Du machst so richtig auf arrogant, aber so übertrieben. Da darf ich nicht reingehen. Hä? Das ist kein Eingang. Interessiert das mich? Ich hab dir gesagt, du sollst reingehen. Revi, du bist YouTuber, du darfst überall rein. Scheißegal, wo was steht. Du hast mehr Abonnenten als die Leute, die das da hingeschrieben haben. Geh da rein. Hi. Ich wollte dich ganz was gefragt haben. Ich bin mega der riesige YouTuber. So. Krieg ich hier ein paar Games umsonst oder sowas? Nee, du arbeitest ja hier. Also. Nee, ich hab da keine Ahnung. Aber du hast doch ein Shirt an von Xbox. Ja, ja. Aber so, hier ist Sea of Thieves oder sowas, irgendwas gratis für mich. Mach ein bisschen Werbung so. Kannst du mir dann irgendwen holen, dass der mir so ein Game geben kann? Weil ich bin echt sau bekannt, wisst ihr. Ich bin richtig krass bekannt. Ich bin einer der bekanntesten in ganz Deutschland. Kennst du mich? Nee. Doch, oder? Nee. Ich glaube, du guckst ja mal meine Videos. Aber kannst du mir schon mal so eine Alpha oder sowas irgendwie so. Kannst du spielen? Ich will sie haben, für mich selber, also vor allen anderen, weißt du, ich bin so krass bekannt, wirklich. Yeah. Du, der Lukas, siehst du da vorne diesen? Nein. Ich möchte, dass der du bitte... Jetzt schon nein, Lukas. Okay, genau deshalb. Ich möchte, dass du dich neben den Mann stellst und dann fragst du ihn mal, ob er dir ganz kurz die Sicherheitseinweisung mit deinem Messer vortragen kann. Gehst du hin, nimmst du so einen Arm, sagst du mir, weißt du, einfach nicht mal... Den Arm. Ich dann, doch, du nimmst ihn in den Arm, du nimmst ihn in den Arm. Du gerade gesagt, du nimmst ihn in den Arm und... Nein, Lukas, ich hab fremde Leute angefasst, du gehst jetzt hin und belässt diesen Mann. Ja, war das aber lustig. Alles klar, auf geht's. Ich würde mich wahrscheinlich nicht, dass er mich umbringt. Und genau darauf sollen wir... Ich hab Angst, Lukas, bitte. Der mir eine Schelle gibt. Genau das. Können Sie mir kurz die Sicherheitshinweise einfach einmal nennen? Das wäre ganz nett. Bitte Englisch. Dann frage ich auf Englisch, bitte. Junge, ich habe eine 5 Klasse abgeworfen. He wants to know all the security rules on the Gamescom. Can you tell him? Can you at least break him into... Just like... You? No, him. Like this? Yes. Not something. Sehr geil. Sehr, sehr geil, Lukas.
Dankeschön. So, willst du nach einer Runde gehen? Ja, wir gehen rüber. Ja, dann machst du das aber bitte auf allen Vieren. Komm, weiter einfach mit mir gehen. Ich mach noch kurz etwas, damit weniger Leute sehen. Ja. Ich genieß die Gamescom einfach. Ich find's einfach schön, Lukas, weißt du, dass wir zusammen hier sind. Ich find's hier geil, weißt du? Ja, glaub ich. Ich genieße es sehr. Wäre das okay, wenn ich auf deinen Rücken komme? Absolut nicht. Komm, los. Alter, ich bin los. Alter, meine Knie. Weiter. Du bist so fett, meine Knie brechen. Okay, komm, weiter. Wenn ich du wäre, da draußen hat's hier so ein Würstchenbude. Ja. Mit lecker Fleisch. Lecker, lecker. Du gehst jetzt dahin und schreist dir nicht zusammen, dass du überzeugter Veganer bist, dass du Fleisch richtig scheiße findest. Und dass die mal lieber Simon Unge für die nächste Parteienwahl wählen sollen. Ich bin vegan. Wir wollten jetzt hier ein bisschen protestieren, einfach gegen Hähnchenschieße. Mörder. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Mitte von so einem Bereich. Ja. Du machst einen Handstand gegen die Wand und bleibst da so lange stehen, bis einer kommt und sagt, geh mal bitte weg. Hier, hier rechts in die Ecke. Und los geht's. Mein Einsatz. Kann ich gehen, Lukas? Oh, ich gehe jetzt. Dankeschön. Ich finde sowas unerhört. Ne? Muss kurz fett bleiben. Unangenehm. Wenn ich du wäre, darf jetzt jeder Zuschauer, der gerade hier rumsteht, einmal mit einem Boxhandschuh in den Bauch boxen. Wo willst du einen Boxhandschuh herbekommen? Zufälligerweise habe ich ja einen dabei. Junge, Alter, bist du dein Ernst? Hast du Bock, Kriege zu schlagen? Ich wollte eigentlich ein Foto machen wollen. Ja, ihn schlagen ist besser als ein Foto. Also, okay, der nächste. Wenn alle Schläge sich addieren, wird schon schlimm. Aber richtig, so hart du kannst. Voll rein. Ey, du darfst ihn zurückziehen. Bist du Boxer oder sowas? Ich will hoffen, oder? Gut. Egal. So, so hart du kannst. Nein, dann machen wir nicht so hart du kannst. Ich muss heute Abend voll rein. Bitte. Wenn du. Nice. Digga, ey, der war gut. Ich bin da. Hat noch jemand Bock? Und ich würde sagen, einmal Special Udemann, komm mal bitte kurz her. Nein. Komm her. Nein. Junge! Jetzt wird was stehen, sonst tut's nur noch mehr weh. Ist bereit? Nein, oh Mann, Alter! Ey! Das war zu hart, glaube ich. Das so der Plexus ist, kriegst keine Luft gleich. Oh, Junge. Du hast übertrieben, ja. Was laberst du? Du hast gesagt, ich soll nein. Oh, Junge. Einfach nur atmen. Oh, du Missgeburt. Also, legt euch niemals zu mir an, Leute. Oh, mein Gott. Also. Ich müsste. Oh mein Gott, Alter. Tja, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit der nächsten Aufgabe, oder? Ja, safe. Gib mir mal die nächste, komm, hau mal raus. Du siehst da vorne diese leere Bühne. Oh. Die Gamescom möchte immer, dass vor den Bühnen was stattfindet, Alter. Ich möchte, dass du auf die Bühne rennst mit dem Megafon und schreist, Gamescom, seid ihr gut drauf, jetzt kommt die krasseste Show, die ihr jemals gesehen habt. Und dann machst du ein paar Fortnite-Dance und fällst aber mittendrin hin, okay? Wenn ich du wäre, übernimmst du den Part mit dem Tanzen, ich bewerb die Leute und du machst die Fortnite-Dance. Okay, da fang an zu tanzen. Fortnite-Tanzwettbewerb. Jeder, der Bock hat, jetzt hier einen Fortnite-Tanz aufzuführen, kann sehr gerne auf die Bühne kommen. Zu gewinnen gibt 1000 Euro nichts aus. Mach doch gerne einfach mal mit. Jeder, der Bock hat, gerne einfach hochkommen. Tanz weiter. Was war gerade hier? Wie heißt denn der Tanzwettbewerb? Orange Justice. Oh Mann, den kannst du aber gut. Stefan, Fortnite-Tanz, gib ihm. Eigentlich bist du auch mit diesem Tanz. Ich normal, ich schnell auch darauf zu gehen. Achso, ja, wir machen eine Bühnenshow. Ja, interessiert mich. Wir sind hier gebucht. Nein, ihr seid nicht gebucht. Show ist bei so einer Gamescom fällt eine Menge Staub und Schmutz an. Ja? Und gerade eine Sache leidet immer wieder, das sind die Bühnen. Und ich möchte, Lukas, dass du dir vorne diese zwei Damen, die du da siehst, mit deinem Besen zu einem richtig epischen Kampf herausforderst. Guck mal, hier, du gehst hin. Das kämpft! Und das ist sehr cringe. Das Lukas. So cringe. Ich bitte dich, auf geht's. Bring ihn um! Ja, gut, das hat ja gut funktioniert. Das war wieder eine easy Aufgabe, ja, das stimmt tatsächlich. Weil das Ding ist, Leute sind cool hier, die gehen auf sowas ein. Ja, wir gehen nochmal kurz zurück zu PlayStation. Die Frau, ich sag mal, wir haben ja schon irgendwo so ein bisschen eine Beziehung aufgebaut zu der. Sei jetzt mal nett, als Entschuldigung, fix einfach die Bühne. Können wir nicht machen. Komm, wir gehen weiter. Baby. Machen wir nicht. Nicht stimmen, dann kriegen wir halt eine andere Bühne. Ja. Hier, ey, warte mal. Du musst ab und zu noch zwischendrin reinschreien und sagen, hier muss es sauber sein. Es ist so cringe. Ja. Mensch, wie nett. Ihr könnt nach Hause. Ist vorbei. Gamescom ist vorbei, ihr könnt nach Hause. Oh, den hast du vergessen. Hinten? Ja, hinten auch noch. Vorne ist er nur, ne? Muss er hinten auch richtig sauber machen. Aber bis ganz hinten durch, ne? Nicht nur das bisschen. Habt das hier alles unter Kontrolle, Jungs. Ist es sauber? Ist alles gereinigt, ist alles sauber. Das freut mich, mein Lieber. Dann würde ich sagen, dass die Aufgabe bestanden. Wir gehen mal kurz darüber, Lukas. Das ist jetzt ein Safari-Park hier, genau, ne? Ja. Ich möchte, Lukas, dass du dich jetzt von hier an wie ein Safari-Großwildjäger in den Büschen versteckst, von hinten an die Leute ran sneakst, ja?
und die ein bisschen erforscht und sagst, was wir hier haben. Du moderierst das quasi ganz an. An der Stelle frage ich mich aber gerade, hast du auch noch lustige Aufgaben oder kommt dir nur noch so eine Scheiße? Lukas, ich möchte, dass du jetzt einfach mal hier den Safari-Park einmal durchspielst, bitte, ja? Ich kenn, wenn ich du wäre. Auf geht's. Dann würde ich sagen, hey, wenn ich du wäre, kommst du jetzt Affe hinter mir her. Wenn ich du wäre, würde ich da vorne dem Typen einfach 6-7 Pommes klauen und sagen, danke Bruder und abhauen. Der sieht aus, als würde mich abschlitzen. Ganz genau. Servus. Danke, thank you. Schmeckt dir wenigstens. Ja. Sehr schön. Sein Gesicht ist voll verbleckt, voll lecker. Ja. Ist gut. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich jetzt auf eine Toilettenkabine beten und das Megafon auf vollem Anschlag drehen, mich darin einschließen und rein, Hilfe, 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 es ist zu groß, Hilfe, Hilfe. Ich geh dann kurz auf Klo, ne? Na, viel Spaß dir. Was war das Problem da drin? Nix, ja, so. Es hat einfach wehgetan. Nix in Ordnung. Wenn ich du wäre, suchen wir jetzt mal irgendein Spiel, was nicht ganz so bekannt ist. Fragst die Leute einfach mal, wer zocken so eine Scheiße überhaupt? Warum macht ihr einen Stand? Was bringt denn das? Eure Spiele sind ja eh kacke. Hi, Fortnite ist ja das erste Battle Royale gewesen. Ja, einfach nachgemacht, besser, oder? Nee, uns ist es besser. Findet ihr das nice? Warum? Ich bin die Publisher von Real in Deutschland. Hi, darf ich mal mit der Waffe schießen? Ja. Okay. Aber wem? Auf seinen Kopf. Okay, kein Problem. Lukas, komm mal. Und dann? Ja, würde ich sagen, das Video auf jeden Fall nicht monetarisiert. Achso, nee, es ist ja, ich habe eine Blume in der Hand gehabt. Ist geil. Warum? Lukas, ich möchte, dass du jetzt ganz kurz mal zu FIFA gehst. Nee. Wenn ich du wäre, würde ich mal zu FIFA gehen und fragen, warum die jedes Jahr das gleiche Spiel rausbringen seit 10 Jahren. Sorry, kurze Frage, das ist ja FIFA, oder? Ja. Warum bringt mir jedes Jahr dasselbe Spiel raus? Warum bringst du die ganze Zeit so einen schlechten Witz? Das ist das erste Mal jetzt. Aber ist ja vom Ding her dasselbe, oder? Wie bitte? Ich kann dazu nichts sagen. Ah, okay. Warum FIFA jedes Jahr dasselbe ist? Ich sag das. Wie sie sich alle einfach wegdrehen von ihm so. Ja. Ah, so ein Ding. Ja, okay, nee, weiß ich Bescheid. Vielen Dank. Mach's gut. Besser. An der Stelle, von mir da gerne auch Hops genommen. Aber ganz anders. Ich hab mich einfach von dir weggedreht. Kennst du diesen Moment, wenn man einfach nicht mehr da sein will? Ist gerade bei mir angekommen. Wenn ich du wäre, geh hin und schau. Genau das FIFA steht. Wollt nur ein bisschen krachen. Hä? Du sollst es mitnehmen. Das war nicht die Aufgabe. Lukas. Das war nicht die Aufgabe. Das war nicht die Aufgabe. Lukas! Wenn ich du wäre, mach Werbung bei der Creator Grund. Ja, Bruder. Hi, darf ich kurz ein bisschen Werbung für mich machen? Mein Fortnite-Creator-Code ist Revinzeit. Ihr könnt den gerne in einen Itemshop bei Epic Games eintragen, da verdiene ich ein bisschen Geld damit. Würdet ihr mich verlinken in eurem Video? Ja, das kommt drauf an. Du musst nur sagen, jetzt wisst ihr, wer du bist. Revinzeit heiße ich. Alles klar, machen wir. Danke dir, schönen Tag noch. Gut, Lukas, einfach jetzt, um das Ganze nochmal abzuschließen. Nee. Wenn ich du wäre, steigst du bitte nochmal mit dem Fuß in die Mülltonne und wir moderieren jetzt hier ab. Bruder, das hatten wir schon. Mit dem Fuß bitte in die Mülltonne, Lukas. Ja, Leute, was soll ich sagen? Das war's von dieser Folge, wenn ich du wäre. Das ist irgendwas Nasses drin. Lukas, hat's dir gefallen? Ja. Nächstes Jahr wieder? Nee. Alles klar, 100.000 Likes und Lukas zeigt dich nackt. Digga, du kannst dich allein entscheiden. Mach's gut, ciao.